Kleine Kameras dringen in tiefste Regionen vor, transportieren und machen Bilder sichtbar, die dem menschlichen Auge unter normalen Umständen für immer verborgen blieben. Endoskopie. Wohl den meisten eigentlich bekannt aus dem medizinischen Bereich, zeigt SEW Eurodrive während der Hannover Messe 2016, was mit dieser Technik innerhalb der Industrie möglich ist. Wir können mit der Endoskopiekamera hier in das Getriebeinnern schauen und können hier die Verzahnung überprüfen bzw. auch Verzahnungsschäden, sofern welche da sind, feststellen. Im Wesentlichen wird überprüft die Verzahnung, Lager und eventuelle Ablagerungen hier an der Getriebewand. Anhand der eventuell vorgefundenen Schäden kann man dann eine Maßnahme ableiten. Dem Kunden bringt Sicherheit, was ist in dem Getriebe unter Umständen passiert, beziehungsweise auch eine Sicherheit, dass keine Schäden im Getriebe vorhanden sind und er so sicher seine Anlage weiter betreiben kann. Der Vorteil ist natürlich, dass hier, wenn man die Bilder praktisch zur Verfügung hat über die Endoskopie, auch nochmal zusätzliche Expertise im Hause SEW einholen kann, um unter Umständen mit dem Entwickler nochmal Rücksprache zu halten. Wo sind die Schäden hergekommen? Was würde zur Vermeidung solcher Schäden beitragen? Im Prinzip rentiert sich das bei jedem Getriebe, je nach Wichtigkeit in der Anlage. Es gibt Schlüsselantriebe, die dürfen einfach nicht plötzlich ausfallen. Die Alternative ist ein Ausbau des Getriebes bzw. eine Teildemontage des Getriebes, was natürlich einen wesentlich höheren Zeitaufwand bedeutet. Wenn man betrachtet, dass so eine Analyse pro Getriebe irgendwo so um die 300, 350 Euro kostet. Und wenn ich das Getriebe ausbaue, bin ich ungefähr beim Zehnfachen. Der große Vorteil von der Endoskopie ist aber, dass man präventiv eingreifen kann, beziehungsweise bevor das ein Ausfall entsteht, eingreifen kann, um dann den Kunden unnötige Stillstandzeiten erspart.